Ups, das Video läuft ja schon. Ich bin immer noch auf dem Laufband. Die Kilos müssen weg nach den Festtagen. Endspurt. Ups. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal Schweizer in Frankreich. Im heutigen Video geht es um 10 Unterschiede zwischen Frankreich und der Schweiz. Komm mit und schau rein. Salut zurück auf meinem Kanal Schweizer in Frankreich. Heute zum Thema 10 Unterschiede zwischen Frankreich und der Schweiz. Ich möchte gerne meine persönlichen Eindrücke auf diversen Reisen in Frankreich mit dir teilen. Ich freue mich über ein Like von dir und über die regen Kommentare von deinen Eindrücken. Nun aber los. Erster Unterschied: Trinken. Wie der Schweizer und vor allem die junge Generation trinkt regelmäßig Bier in der Freizeit und im Ausgang. In der Schweiz ist es auch nicht verpönt, das Bier direkt aus der Flasche zu trinken. Frankreich, das Weinland, gehört natürlich der Wein zum täglichen Begleiter zu Essen, Festen oder Feiern mit Freunden. Wein ist Kulturgut und gehört zur Ausgelassenheit und Lebensfreude der Franzosen. Zweiter Unterschied: Frühstück. Wir Schweizer lieben unser Frühstück. Das kommt daher, als man noch mehr körperlich gearbeitet hat. Aber noch heute lässt wohl kaum eine Mutter ihr Kind in die Schule, bevor es sein Müsli oder sein Brot mit Marmelade gegessen hat. Wir Schweizer kennen da noch den sonntäglichen Brunch, den wir schon fast zelebrieren. Zu diesem Brunch gehören dann Eier, Wurstwaren, Käse, diverse Brote, Joghurt und natürlich unser Müsli. So ein Brunch in der Familie oder unter Freunden kann stundenlang dauern. Der Franzose kommt da schlank durch. Es reicht ihm ein schwarzer Kaffee, eine Zigarette, sein Croissant oder natürlich sein Baguette. Dritter Unterschied: Essen, Mittagessen. Die Verpflegung über den Mittag in der hektischen Schweiz soll rasch und gesund über die Bühne gehen. In der Regel hast du nicht mehr als eine Stunde Mittagspause und es ist üblich, dass die Einkaufsläden und Geschäfte über den Mittag offen haben. Leute, die du kennst, darfst du bereits wieder 12:45 Uhr oder 12:50 Uhr anrufen. Es gibt in der Schweiz wohl kaum ein Restaurant, das ohne diverse Blattsalate und vegetarische Gerichte und vegane Gerichte auskommt. Ganz anders in Frankreich. Ich habe erlebt, dass zwischen 12 und 14 Uhr auf dem Lande und in kleinen Städten gar nichts geht. In dieser Zeit kannst du auch niemanden erreichen. Hast du einen Termin mit einem Makler, wird das erst wieder 14 Uhr oder 14:30 Uhr möglich sein. Die Franzosen nehmen sich Zeit, zelebrieren schon fast das Mittagessen. Für sie ist es Lebensqualität, gutes Essen, Wein, gute Gespräche mit Familie oder Kollegen. Ein Vegetarier hat es in Frankreich immer noch heutzutage sehr, sehr schwer. Fleisch, Fleisch und nochmal Fleisch ist angesagt. Vierter Unterschied: Musik und Lieder. In der Kultur Frankreichs sind die traditionellen Lieder und Chansons tief verankert und ganze Generationen kennen diese Lieder und können sie singen. Unvergesslich ist etwa Edith Piaf oder etwa Gainsbourg in den Herzen der Menschen. Such mal in der Schweiz ein Musikhit, der alle Generationen kennen. Selbst unsere Nationalhymne können wir Schweizer nicht auswendig. Für alle, die üben wollen, sei sie hier aufgeführt. Fünfter Unterschied: Patriotismus.
Nach meiner Meinung spürt man in Frankreich den Patriotismus sehr stark, den Stolz der Nation, der Grand Nation. Ich nehme der Stolz zur Nation in den Städten noch vermehrt wahr als auf dem Lande. Der Stolz der Nation verkörpert der Hahn. Ich finde es so passend. Man sagt, wenn der Hahn, der Franzose, im Mist steht, er trotzdem seine Brust und sein Kopf stolz in den Himmel reckt. In vielen offiziellen Ämtern grüßt die Trikolore und der Präsident von den Wänden. Ehrlich gesagt, hast du das bei uns in der Schweiz schon mal gesehen? Ich habe noch nie in einem offiziellen Amt unsere Schweizer Fahne gesehen und schon gar nicht unsere Bundesräte, die grüßen von der Wand. Ich glaube auch, unser Patriotismus wird vor allem auf dem Lande gelebt. Unsere Zusammengehörigkeit und Nationalstolz gipfelt im jährlichen Nationalgeburtstag am 1. August. Sechster Unterschied, die Sprache. In der Schweiz kennen wir vier Landessprachen, unter anderem Französisch in der Westschweiz. Natürlich können nicht alle Schweizer die vier Landessprachen sprechen. In der Schule lernen wir 2 bis 3 Sprachen. Rund 40% der Schweizer können 2 Sprachen. Nicht so in Frankreich. In Frankreich findest du selten Menschen, die 2 Sprachen sprechen. Schließlich soll sich die Welt ihnen anpassen, eben der Grand Nation. Siebter Unterschied, Einkaufen. Einkaufen kannst du mehrheitlich in der Schweiz auch über den Mittag. Ausnahmen gibt es vor allem in sehr abgelegenen ländlichen Gebieten. Ladenschluss am Abend ist mehrheitlich 18.30 Uhr. Natürlich gibt es immer Ausnahmen mit Sonderbewilligungen. In Frankreich habe ich festgestellt, dass vor allem auf dem Lande oder in kleinen Städten über Mittag alles geschlossen ist, und zwar von 12 bis 14 Uhr. In dieser Zeit sind die Dörfer und die Städte wie ausgestorben und man widmet sich den Tafelfreuden. Achter Unterschied, Eis oder Glasse. In der Schweiz kannst du zu jeder Jahreszeit Eis kaufen oder Glasse, wie wir sagen. Ich habe festgestellt, dass es in Frankreich nicht so einfach ist, Eis zu bekommen. Mehrheitlich in Städten, wo Touristen sind, bekommst du Eis. Ich denke, du findest mehr Crêpe in Frankreich als Eis. Neunter Unterschied, Steuern. Im europäischen Vergleich haben wir in der Schweiz einen bedeutend tieferen Besteuerungssatz auf unser Einkommen. Im Vergleich zu Frankreich dürfte dies etwa nur die Hälfte sein. Dafür zahlen wir in der Schweiz direkte und indirekte Steuern auf Ware, Zoll, Warengruppen, Kirchensteuern, Feuerwehrsteuer, Militärersatzsteuer und auch Hundesteuern. In Frankreich werden die Steuern direkt vom Bruttoeinkommen abgezogen. Ich gehe davon aus, dass sich schlussendlich die Steuern in Frankreich und in der Schweiz die Waage halten. Zehnter Unterschied, Maut oder Zahlstellen. In der Schweiz zahlen wir eine einmalige Mautgebühr von 40 Franken. Ein Kleber, der an die Autoscheibe kommt oder neu als elektronische Etikette. Mit der kannst du das ganze Jahr die Autobahnen benutzen. In Frankreich hast du für viele Streckenabschnitte der Autobahnen dein Entgelt zu entrichten an Zahlstellen. Dies geht gehörig ans Geld und ist wesentlich teurer als in der Schweiz. So, das waren die ersten 10 unterschiedlichen Eindrücke
von den beiden Ländern. Natürlich können diese Eindrücke nicht vollständig sein. Aber vielleicht willst du gerade deine persönlichen Erfahrungen weitergeben in den Kommentaren. Herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ich freue mich, dich bald schon wieder zu sehen. Bis dann, a bientôt.